Hallo Freunde der nachbarschaftlichen Gelbsucht, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr bei mir und meiner coolen Nachbarschaft, in der nur coole Leute leben. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Bin mir nicht sicher, hab keine Ahnung. Es ist mal wieder soweit, ich habe mal wieder 5 Leute aus meinen Anfragen rausgepickt. Es waren, ich glaube, 35 oder 36 Anfragen hatte ich für meine Nachbarschaft und habe mir wieder 5 Leute rausgepickt. Und den Rest habe ich wieder gelöscht. Und zwar gehe ich immer folgendermaßen vor, bevor wieder Fragen aufkommen. Ich suche mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Okay, zwischen 0 und 11 oder von 1 bis 10, je nachdem, wie ihr das wollt. Und die gehe ich von der Liste in meiner Liste dann runter. Ich habe jetzt heute die 8 gehabt und der 8. ist dran gekommen, der 16. ist dran gekommen, der 24. ist dran gekommen, der 32. ist dran gekommen und dann der, keine Ahnung, muss schon. Nochmal 1, 2, 3 und nochmal habe ich oben wieder angefangen, 4, 5, 6, 7, 8. Einen habe ich sogar schon wieder löschen können, der hat sich schon 4 Wochen lang nicht mehr eingeloggt gehabt. Und von daher durfte dann sogar noch einer in meine Liste reinkommen. Es sind zwar trotzdem nur 5, aber den einen habe ich, wie gesagt, gleich wieder rausgetreten. Ich gucke natürlich auch noch erst, inwieweit die Leute noch aktiv sind. Und ja, dann lösche ich halt alle anderen wieder. Und ihr dürft mir gerne, wenn ihr nicht dabei gewesen seid und weiter dabei sein möchtet, dann dürft ihr mir natürlich gerne wieder eine Anfrage schicken. So kann ich sicherstellen, dass die Leute, die in meiner Liste auftauchen, auch mehr oder weniger wirklich aktiv sind, die letzte Zeit wenigstens noch gewesen sind. Und ja, so ist es fair, denke ich, für alle. Und ich muss keine Angst haben, dass mir wieder irgend so ein Affenkopf meine Dings hier zerschießt. Ich kann ja über mein Spiel hier nicht mehr darauf zugreifen, auf meine Freundschaftsanfragen. Ich kann auf die Liste zwar zugreifen, aber ich kann nicht auf die Freundschaftsanfragen zugreifen. Dafür muss ich in meinen Origin-Client gehen und muss das über den machen. Weil mir irgendwann mal jemand eine Anfrage geschickt hat und bevor ich sie angenommen habe, hat er seinen EA-Account wieder gelöscht. Und deswegen schwebt da jetzt so eine Anfrage rum, die ich nicht beantworten kann. Und die blockiert mir hier im Spiel zumindest alles. Im Origin-Client geht das, aber das ist ja auch nicht spielbezogen. Der Origin-Client, der gilt ja für alle Origin, also für Origin halt. Nicht nur für die Simpsons. Für die Simpsons kann ich nur 100 Nachbarn haben. Im Origin-Client kann ich deutlich mehr haben als nur 100 Freunde. Und von daher muss ich das über den Client machen. Aber gut. Ich hoffe, ich habe alles so erklärt, dass es jeder verstanden hat. Deswegen fange ich jetzt auch direkt an hier mit Mimi Loves Mitzi. Wer auch immer Mimi ist und wer auch immer Mitzi ist, ich finde es schön, dass ihr euch liebt. Oder du sie liebst oder ihn liebst, ich habe keine Ahnung. Ja. So. Direkt mal die 3 Leute abgegriffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Eindruck... Ah, okay, du bist Stufe 44. Aber der erste Eindruck sieht schon ziemlich fies aus, ganz im Ernst. Also... Ich bin mir ziemlich sicher, dein Springfield fliegt relativ schnell wieder aus meiner Nachbarschaft. Wie gesagt, ich weiß, du bist erst Level 44 und hast keinen Platz. Ich verstehe das vollkommen. Aber ich habe andere Springfields in meiner Nachbarschaft, die so groß sind wie du oder kleiner sind sogar noch als du, noch weniger Platz haben und deren Springfield sieht nicht so chaotisch geknautscht und sonst irgendwas aus. Aber ich würde dir auf jeden Fall mal raten, grundsätzlich gesehen, guck, dass du die 5 Sterne immer voll hast. Ich weiß, es ist nervig, jedes Mal, wenn man Level up hat, darf man da wieder hinterher arbeiten. Aber das ist nur bis Level 60 der Fall, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann hört das auf und somit ist sichergestellt, dass du das maximal Mögliche an... Was zum Geier... Muss ich das jetzt verstehen? Warum steht dann ein... die balanciert ein... Okay. Das könnte mir bitte jemand mal erklären. Ist das ein Bug? Oder ist das so gewollt? Oder... Ich habe keine Ahnung. Das sieht interessant aus. Ich kenne das Auto. Ich habe das Auto auch irgendwo stehen. Hier in meinen Heiz. Allerdings... Allerdings wird meins nicht irgendwo drauf rumbalanciert. Hier, da ist auch so einer. Das ist ein anderer, glaube ich. Ja, das ist ein anderer. Aber gut, wie gesagt, also das Springfield ist so gar nicht mein Fall. Und von daher, also wenn es dann irgendwann hart auf hart kommt und ich keinen Platz mehr habe in meiner Nachbarschaft und ich Leute raustreten muss, auch aktive Leute raustreten muss, dann wird dein Springfield eins der ersten großer Wahrscheinlichkeit sein. Aber egal, bis dahin freut es mich, dich in meiner Nachbarschaft begrüßen zu können. Mimi Loves Mitzi. Und ja... Weiter
zum nächsten. Ich habe vorhin schon gesehen, der ist direkt hier in der nächsten Reihe schon zu finden. Der Mr. Arnold 03. Stufe 52 auch für dich gilt. Solltest gucken, dass du hier die Sterne voll kriegst. Oh Mist. Ja, ich war schon bei Leuten heute. Ich habe meine Nachbarn schon besucht zum größten Teil. Deswegen kriege ich keine Eventwährung mehr hier. Aber du siehst, oder ihr seht hier, der ist Stufe 52, also nur 6, 7, 8, 8 Stufen nur größer. Und sein Springfield sieht deutlich, deutlich aufgeräumter aus. Und er hat jetzt doch, er hat etwas mehr Platz schon. Aber nicht so viel mehr. Und sein Springfield Heights ist dafür kleiner, dafür ist sein Springfield Heights so ein bisschen die Abstellkammer. Aber das ist okay, das ist vertretbar. Mehr oder weniger. Müssen wir dann mal schauen, wie sich das entwickelt, dieses jenes welches Springfield. Ja, kann ich jetzt natürlich nicht allzu viel zu sagen. Ist auch so ein bisschen geknautscht, alles zusammen, ja, aber wie gesagt, das ist halt auch noch nicht viel Platz, also man muss auch so ein bisschen immer unterscheiden. Die Gondel als durch den Auftrag habe ich die steht bei mir auch schon so, ja. Im Moment brauche ich noch, nein, mir fehlen noch drei Raubgüter, oder wie es heißt, ich muss ein Canale Grande Gebäude bauen, und ich möchte bitte das größte Canale Grande Gebäude dann gleich hinsetzen, damit sich der Kosten-Nutzen-Effekt, damit er der beste ist, der größte ist, den ich haben kann. Ja, ansonsten, dein Springfield gefällt mir ganz gut. Eigentlich hier ist ein bisschen nackig noch alles. Vielleicht noch ein paar Büsche und Bäume, so wie du es hier auch schon hast. Weiß ja nicht, vielleicht bist du noch gerade am Bauen. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Diese Parkanlage in Anführungsstrichen hier, die gefällt mir schon mal ganz gut. Ist dieses Ding auch schon wieder? Das gehört anscheinend, also wirklich so. Hä? Warum habt ihr das alle? Warum hab ich das nicht? Geht das jetzt schon wieder los? Das ist wie diese scheiß verfluchte leuchtende Himbeere. Diese alle haben nur ich nicht. Ich will auch so ein Ding haben, wo so ein Auto drauf balanciert wird. Balanciert wird. Gab es bestimmt im letzten Event irgendwo. Habe ich nicht mitgemacht. Oder das Takedown oder sowas. Takedown habe ich nicht mitgemacht. Das letzte Event habe ich natürlich mitgemacht. Aber im Takedown, da war ich im Urlaub. Da habe ich mir auf Gran Canaria die Wampe ins Gesicht bräunen lassen. Und deswegen. Das sieht natürlich schon. Erinnert mich so ein bisschen an Hancock. Wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Wer nicht, sollte sich den Film auf jeden Fall mal angucken. Mit Will Smith ist ein cooler Film. Zumindest bis er irgendwie lieb und brav wird. Dann ist er nicht mehr ganz so cool, aber trotzdem. Egal, gut, Mr. Arnold 03. Grundsätzlich gefällt mir dein Springfield ganz gut. Hier und da könnte so ein bisschen was verbessert werden. Dein Heiz. Bist auch noch nicht so wirklich weit, aber egal. Das ist halt noch so die Abstellkammer. Muss mal gucken. Welcome to Canada. Now City Neon Free? Okay, sind wir hier in South Park, oder? Was? Kannte ich bisher auch noch nicht, das Ding da. Schön, dich in meiner Nachbarschaft zu haben, Mr. Arnold 03. Mal schauen, wie sich dein Spiel wieder entwickelt. Und zur Not fliegst auch du halt irgendwann wieder raus. Sorry, wenn ich keinen Platz mehr habe und 5 neue Leute reinholen möchte in meine Liste. Dann müssen halt Springfields, wo sich die Leute nicht so Mühe geben, die müssen dann halt einfach gehen. Und Springfields, die sich länger als eine Woche, wo sich der User nicht länger als eine Woche lang nicht eingeloggt hat, die fliegen sowieso regelmäßig. Jedes Mal, bevor ich ein neues Video mache, trete ich alle Leute aus meiner Liste raus, die sich eine Woche oder länger nicht eingeloggt haben. So, und ich gucke mir jetzt mal hier, jetzt holen wir jetzt mal den nächsten. So, da haben wir einen John hier. The Isaac, Jimen, Yemen, Isaac, keine Ahnung. Wie auch immer du dich aussprichst oder genannt werden möchtest. Jetzt habe ich ganz vergessen zu gucken, wie groß du bist. So, können wir ja direkt mal nachholen hier. Du hast Büsche und Bäume dahingesetzt. Okay, aber eigentlich musst du doch, ja, da steht ein Canale Grande. Naja, egal, ist ja deine Sache, wie du das hier aufbaust. Also, du bist, na, Stufe 110, dir fehlt 1,5 Sterne, das solltest du definitiv nachholen. Seit Level 60 dürfte sich da bei dir nichts mehr ändern. Du verzichtest nur auf Geld und Erfahrung. Und das heißt im Endeffekt nur, dass du langsamer wächst, als du es eigentlich könntest. Und deswegen
solltest du die Mühe echt machen und das ändern. Danke, ich habe dir geholfen. Jetzt kann ich ja wieder gehen. Nee, gucken wir jetzt natürlich erstmal Stufe 110. Da möchte ich jetzt bitte auch ein bisschen was sehen. Okay. Okay. Die Ecke sieht so ein bisschen seltsam aus. Das ist auch wieder dieses Welcome to Canada. Mir fehlen so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, so die Wege und Straßen, aber dann hast du ja hier so ein paar Wege jetzt wenigstens mal. Ja, Krusty Burgers, zwei Stück direkt nebeneinander. Ich bin nicht so der Freund von Sachen, die direkt, wo gleiche Sachen immer so direkt nebeneinander stehen. Hier noch mehr Krusty Burgers direkt nebeneinander. Auch hier ist alles irgendwie wieder direkt nebeneinander. Hier 1000 Green Peas wieder direkt nebeneinander. Okay. Okay. Sag ich jetzt noch was dazu oder sag ich jetzt nichts mehr dazu? So ein paar kleine Häuserfarmen sind halt hässlich, aber kann ich durchaus nachvollziehen. Muss halt immer mal sein. Und hier so alles geknautscht, kein Platz gelassen zwischen den eigenen einzelnen Gebäuden. Hier auch wieder 1000 Pflaumenbäume oder was es ist. Nebeneinander geklatscht. Lauter Quickie-Märkte. Ja, okay, das könnte natürlich. Ich mache das ja auch. So wachse ich ja im Moment und so hole ich mir ja meine Donuts. Allerdings sieht das bei mir dann nicht so aus. Bei mir stehen die dann halt nicht, ne? Quickie-Märkte. Bei mir sind die Baustellen und sobald ich die Baustellen abgetippt habe, reiße ich die ab und baue neue. Weil ich will ja. Ich will ja so wachsen. Also, also, sorry, aber dein Springfield gefällt mir ehrlich gesagt so gut wie gar nicht eigentlich. Da ist jetzt nichts, gar nichts bisher gewesen, wo ich gesagt habe, hey. Das sieht nicht schlecht aus. So wirklich gar nichts. Das hat schleppe ich auch noch nicht. Der Springfield ist ziemlich groß, abgesehen davon, dass ich echt Straßen vermisse. Straßen und Wege und so eine Logik irgendwie auch so fehlt mir da irgendwie. Das ist alles durcheinander. Keine. Ist nicht nach Themen, nach gar nichts. Es ist alles durcheinander. Nee. Sorry, also dein Spiel, hier ist das Ding auch wieder. Also das ist mit großer Wahrscheinlichkeit sehr wahrscheinlich irgendwas aus dem letzten Event oder aus dem Takedown. Ansonsten, oder ist das aus dem aktuellen Event? Das kann natürlich auch sein. Da bin ich noch nicht so weit. Ich warte jetzt noch auf den dritten Preis. Das ist aber, glaube ich, irgendeine Kathedrale oder eine Kirche oder irgend sowas. Aber nun gut, wie auch immer. Isaac, Jemen, Isaac, ich weiß nicht. 34, da bin ich mir sicher. Schön, dich in meiner Nachbarschaft zu haben. Auch wenn dein Springfield definitiv auch eins von denen ist, die rausgekickt werden, sobald ich wieder ans Limit stoße von 100 und ich Platz schaffen muss, dann wird dein Springfield definitiv auch wieder gehen. Aber bis dahin, schön, dich in meiner Nachbarschaft zu haben. Dann nehme ich mir jetzt noch zwei Stück sind noch übrig. So, hier haben wir den nächsten oder die nächste. Vielleicht die nächste, Ellen Weil. 89. Schauen wir mal, du bist Stufe 60, das heißt, du hast das ehemalige Maximallevel erreicht. Und damit solltest du auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass deine zwei Sterne hier noch, die aktuell noch fehlenden zwei Sterne, da noch mit reingenommen werden. Falls ihr Fragen dazu habt, ich meine, auf der anderen Seite, man muss nur hier unten auf sein eigenes Bewertometer draufklicken, dann kriegt man schon gesagt, welche Sterne fehlen, hier ist das Ding auch wieder, welche Sterne fehlen und wie man sie bekommt. Und falls ihr trotzdem noch Fragen dazu habt, wie genau, was genau man dafür bauen müsste, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ich es euch beantworten kann, dann mache ich das natürlich gerne. Von daher, so, lass mal gucken, wir sind hier anscheinend oben im Heiz gelandet. Stufe 60 hast du hier ordentlich schon freigeschaut. Hier fehlen hier noch zwei Geländefelder und noch ein bisschen Wasser. Fehlt noch, ist noch ein bisschen unordentlich hier. Aber du bist ja ganz offensichtlich auch noch nicht fertig mit deinen Heiz. Von daher, hier hast du dein Homer-Palooza. Hier auch noch ein bisschen was. Dein Squidport wächst. Würde ich mal fast behaupten. Ja, die Geländefelder sind so eine Sache. Man muss natürlich auch die Kohle dafür bekommen. Deswegen auch dafür. Nimm dir die Zeit und die Geduld und investiere, was du investieren musst, um die zwei Sterne zu bekommen. Denn du verzichtest auch auf Geld und Erfahrung. Also du wächst langsamer, als du eigentlich wachsen könntest, solltest, dürftest.
Und du hast im Moment noch das Glück, dass du deine Geländefelder wenigstens noch kaufen kannst. Die ganz neuen Geländefelder kannst du nicht mehr kaufen. Dafür brauchst du diese gratis Landmarken, die man immer bekommt. Also verschwende die möglichst nicht für die aktuellen. Möglichst. Ich weiß, es ist schwer, leicht gesagt jetzt von meiner Warte aus, aber du solltest dir die wirklich aufheben, wenn die Dinger teuer werden. Die werden schweineteuer, die kosten 3 Millionen, glaube ich. War, glaube ich, das teuerste, was ich bis jetzt bezahlt habe. Oder 3,5 sogar, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber die werden wirklich sauteuer. Dann würde ich mir lieber dafür aufheben oder halt wirklich für die ganz neuen, die nur noch über diese Gratis-Landmarken überhaupt bekommen kannst. Anders kannst du die gar nicht mehr, die kannst du gar nicht kaufen. Deine Monorail-Bahn fährt, auch wenn sie nicht im Kreislauf geschlossen fährt, ist ja wurscht. Hängt ja hier und fährt dann hier weiter. Ansonsten, ja, auch so ein bisschen, das sieht alles so unübersichtlich aus. Auch hier fehlt mir so ein bisschen das thematische Zusammensetzen, Zusammenstellen. Ist natürlich auch immer die Frage, wie seid ihr auf euer Level gekommen? Ja? Habt ihr das ganz normal erspielt oder habt ihr schon angefangen quasi mit Power-Leveln oder sonst irgendwie was? Wobei ich jetzt hier bei dir keine Quickie-Markt-Farm sehe. Aber naja, ich weiß es ja trotzdem. Dann ist natürlich immer, wenn man so schnell gelevelt hat, dann hat man natürlich nicht so viele Geländefelder und dann hat man natürlich auch nicht die Möglichkeit, das alles anständig hinzustellen. Grundsätzlich ist dein Springfield, naja, ich denke auch, dein Springfield wird sehr wahrscheinlich zu den ersten gehören, die eventuell dann gleich wieder, also nicht gleich wieder, sondern halt, wenn ich wirklich Platz machen muss für andere, dann wird dein Springfield unter Umständen da auch ziemlich am Anfang stehen auf der Liste. Und dann gelöscht und getreten und sonst was werden. Nehmt es mir nicht übel, aber ich muss mich dann natürlich entscheiden, wenn ich weitere Special-Videos, YouTube-Specials aufnehmen möchte. Und das möchte ich. Und viele Leute möchten in meiner Nachbarschaft. Und dann muss ich natürlich irgendwie Entscheidungen treffen. Und dann sind Springfields, die mir nicht gefallen, natürlich eine gute Entscheidungshilfe. Aber bis dahin freut es mich, dich in meiner Nachbarschaft zu haben. Ellenweil 89. Und ich mache mich jetzt auf zum nächsten und letzten, oder? Ja. So, da haben wir schon Crowned OG oder OG, vielleicht Obergeschoss. Das gekrönte Obergeschoss vielleicht, ich habe keine Ahnung. Stufe 44, schauen wir mal, auch wieder ein Zwerg, in Anführungsstrichen. Zumindest was das Springfield angeht, ein Zwerg. Dementsprechend sieht das natürlich auch hier aus. Nicht viel Platz. Aber alles ordentlich. Also ihr seht den Unterschied zu dem anderen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Wer war das? Mimi Loves Mitzi, glaube ich. Die auch Stufe 44 war. Auch dir würde ich hier sagen, die anderthalb Sterne solltest du auch jetzt schon versuchen, voll zu machen und voll zu halten. Ich weiß, es nervt jedes Mal bei jedem Level oder fast jedem Level ab. Verschwinden einem Sterne, die man wieder hinterher basteln muss. Oh, du hast den auch. Ich wollte den auch haben, aber ich habe ihn nie gekriegt. So ein Shit. Egal. Aber ihr seht den Unterschied. Ja, es sieht alles deutlich aufgeräumter aus, deutlich ordentlicher. Auch wenn hier so ein bisschen, auch hier die Thematik so ein bisschen fehlt, aber das ist nur zweitrangig. Besonders wichtig finde ich halt einfach die Tatsache, dass es alles schön ordentlich mit Straßen verbunden. Hier in den Gärten stehen Bäume und es gibt Büsche und jemand hat sich ein bisschen, hat man sich Mühe gegeben. Ja, da ist ein bisschen Zierrat hier und da, überall mal ein bisschen was hingestellt. Nicht einfach nur die Häuser hingeklatscht, am besten noch alle schön in der Reihe, tschack tschack, ohne irgendwie da so ein bisschen Freiraum zu lassen und geil, die Blankzieh-Statue in die Schule gestellt. Eine witzige Idee. Passt ja eigentlich auch, das Bad. Der Schule den Arsch zeigt, den Hintern präsentiert, sagen wir es mal so. Ja, alles in allem für Stufe 44 durchaus annehmbares Springfield. Deswegen die Mega Monorailbahn, geil. Naja, mein Gott, jeder hat mal klein angefangen. Auch meine Monorailbahn war irgendwann mal klitzeklein, also von daher ganz logisch. Selbst ein kleines Springfield Heights sieht schon
ordentlich aus. Auch hier ist dieses Ding wieder. Also die Chance ist relativ groß, dass ich das in der letzten Zeit irgendwo verpasst habe. Aber von daher, Crowned IG, OG, sorry, schön, dich in meiner Nachbarschaft zu haben. Von mir war es das dann jetzt schon wieder für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, wie ihr euren EA-Nick zum Beispiel, dann können euch andere Leute eine Anfrage schicken. Oder geht selbst aktiv in die Kommentare unter meinen Videos. Viele Leute schreiben ihre EA-Nicks da schon rein, dann könnt ihr ihnen Anfragen schicken. Und so hat auch wieder jeder ein paar neue Nachbarn oder kann ein paar neue Nachbarn bekommen. Und dafür mache ich das ja hier, ne? Unter anderem. Ich präsentiere eure Springfield so ein bisschen, von 5 Leuten immer. Und sorge gleichzeitig dafür, dass der eine oder andere vielleicht noch ein paar neue Nachbarn bekommt. Ansonsten war es das. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.